Es gibt gute und schlechte Weine, teure und billige. Das eine hat mit dem anderen nur wenig zu tun. Viele Kenner schätzen die Weine beim Discounter für 1,99. Andere kaufen sich aus Unkenntnis den gleichen Rebensaft unter anderem Namen zum zehnfachen Preis. Die Experten widersprechen solchen Vergleichen vehement, aber Einschätzungen wie vollmundig, charakterstark, schwer oder sanft verstehen eben die Leute nicht. Der Laie unterscheidet zwischen Rot- und Weißwein, süß oder sauer, wobei letzteres schon vornehm als trocken umschrieben wird. Alles verarsche. Und am Ende von der Führung werden wir eine kleine Verkostung von 3 Jahrgängen haben. Verkostung heißt ganz klein bisschen, nur um zu probieren und zu sehen. Einige Sachen muss man manchmal wiederholen. Nur, dass Sie versuchen zu sehen, das, was ich Ihnen erklärt habe, sich auch nachher im Glas findet. Beispiel Bordelais, das Weinbaugebiet Bordeaux. Es ist das größte zusammenhängende Rebengebiet der ganzen Welt. Es gibt etwa 3000 Weingüter, Chateaus genannt. Schlösser gibt es aber kaum, es genügt der Flurname. Im Schnitt werden 120 Hektar bewirtschaftet. Einzig und allein der Name des Gutes unterscheidet über die Qualitätseinschätzung der dort produzierten Weine. Weder Geschmack, Lage noch Sorte spielen eine wirkliche Rolle. Ein differenziertes System regionaler und kommunaler Wertetabellen, sprich Appellationen, schaffen unter den Rebensäften eine qualitative Hierarchie. 50 Stufen gibt es da, entsprechend der anzusetzende Preis. Und dann wird gepanscht ohne Ende. Keine einzelnen Rebenweine. Der Talent unseres Terroirs ist halt, diese Komposition Weine zu erzeugen und nicht einzelne Rebenweine zu machen. Wenn Sie unsere Weinreben sich ansehen, sehen Sie, dass da Gras, theoretisch auch Blumen, also nicht zur Zeit, aber zwischen den Weinreben sind. Es ist, weil wir seit 25, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, von vielen Reben, die Sie bei Vorbeifahren gesehen haben, nämlich wir sind seit 25 Jahren in Konservationsagrikultur. Der berühmte Rotwein von Bordeaux wird vorwiegend aus 3 Rebsorten zusammengemixt. Cabernet Sauvignon, Merlot und Cabernet France. Die gibt es auch unverfälscht bei Aldi. Dabei gilt folgende Regel. Je kleiner das Gebiet, auf welchen sich die Appellation bezieht, desto höher werden Qualität, Ansehen und Preisniveau angesetzt. Dass Geschmäcker eben verschieden sind, interessiert dabei keinen Menschen. Grundsätzlich gibt es 2 Sorten zusammengeschütteter Weine, Marken und Gutsweine. Markenweine werden von Weinhändlern aus für passend befundenen Partien Fasswein zusammengestellt. Chateauweine stammen dagegen aus Trauben eines einzigen Gutes. Wer mehr hat, kann billiger anbieten. All das hat aber keinen Einfluss auf irgendwelche Qualität. Von Zitrusfrüchten und Algen hergestellt. Können Sie riechen und bitte weitergeben? Und dieses hier wird von Gemüse hergestellt. Können Sie auch riechen und weitergeben? Wie wir das benutzen? Wir nehmen 2 Liter von der ersten, einen halben Liter von der, das von Gemüse. Und das wird innerhalb 200 Liter Wasser gemischt. Und 200 Liter Wasser ist, was wir auf 1 Hektar spritzen. Das bedeutet, es wird genauso wie Chemie benutzt. Aber es ist keine Chemie, es sind halt Ölessenzen. Es verstärkt die natürliche Kräfte unserer Weinreben und es hilft uns von Mildtau, Odium und Botrytis zu schützen. Ja, super. Heutzutage schaffen wir es, 85% unserer Jahrgänge exklusiv mit diesen Produkten zu gemischen. Die Experten preisen besonders die trockenen, langlebigen Rotweine, die im Merlot fruchtiger und im Saint-Emilion und Pomerol sanfter und voller ausfallen sollen. Brother, 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 there's far too many. Knapp 20% der Produktion entfällt auf Weißwein. Die Spitze stellen die edelsüßen Sauternes und Barsac dar. To bring some love.
Die charaktervollsten trockenen Weißweine sollen angeblich aus dem Bereich Graves südlich von Bordeaux stammen. Seit 1991 gibt es auch eine Appellation für Schaumwein, den Crémant de Bordeaux. Die Einheimischen unterscheiden Médoc und Graves als linkes Ufer der Garonne und Libournais als rechtes Ufer. Nichts davon erfährt der Kunde in deutschen Läden. Und die andere Sache ist, keiner weiß, wenn ihr bester Moment sein wird. Vielleicht Sie nach 10 Jahren, Sie nach 15 Jahren, Sie nach 5. Den Moment, wo Sie einen Wein, einen Jahrgang am liebsten haben, ist sehr persönlich. Und ich habe nie verstanden, wie jemand auf seine Flasche schreiben konnte, diesen Wein sollten Sie in 2025 trinken. Wie kann er wissen, dass wir alle den Wein an dem Moment am liebsten haben werden? Das hat keinen Sinn. Im Jahr 2002 wurden auf gut 120.000 Hektar Anbaufläche hier insgesamt 6 Millionen Hektoliter Wein erzeugt. Dem stehen zum Vergleich in Sachsen 447 Hektar und 30 Hektoliter gegenüber. Dort an der Elbe, nördlich von Dresden, liegt das größte zusammenhängende Anbaugebiet in Ostdeutschland, leider auch das kleinste in der gesamten Bundesrepublik. Die Landschaft des Bordelais ruht auf einem riesigen Kalksteinsockel. Der soll ein tiefes Eindringen der Rebwurzel ermöglichen, ohne dass es sumpfig wird. Auf ihm würden die meisten Spitzenweine wachsen, die sogenannten Grand Crus. Der Nahe Atlantik sorgt für ein mildes, ausgeglichenes Klima ohne extreme Temperaturschwankungen, sagen die Kenner. Die großen Wasserläufe und das ausgedehnte Waldgebiet der Landes würden zusätzlich eine ausgleichende Funktion ausüben. Die unterschiedlichen Standorte an Hängen und Ebenen schaffen Bereiche für ein eigenes Mikroklima. Charakteristisch sind in der Regel frostfreie Winter, feuchte Frühjahrsmonate und sonnige Sommer von Juli bis Oktober. Die mittlere Sonnenscheindauer pro Jahr beträgt hier 2000 Stunden bei einer Niederschlagsmenge von ca. 900 mm. Sachsen hat 500 Sonnenstunden und 300 mm weniger. Bereits in frührömischer Zeit nahm der Hafen des antiken Burdigala, heute Bordeaux, gemäß Strabon eine zentrale Rolle im Weinhandel ein, nicht zuletzt mit den römischen Britannien. Der Wein selbst stammt jedoch aus dem bergigen Hinterland Südwestfrankreichs und die Pflanzen ursprünglich vom Mittelmeer. Die ersten Weinberge des Bordelais wurden wohl erst ab dem Jahr 56 nach Christus gepflanzt. Die Römer berichten von erfolgreichen Anpflanzungen mit Reben aus dem spanischen Navarra. Diese ersten nicht-mediterranen Rebenanlagen der Römer dienten weiterhin der Belieferung der in England und Irland stationierten Legionen. Niemand weiß aber, ob der Wein wirklich eine schlechtere Qualität hatte. Hintergrund wird vielmehr die Länge des Handelsweges vom Mittelmeer auf die britischen Inseln gewesen sein. Auch im Mittelalter, als Bordeaux und Aquitanien 1152 durch Heirat an den englischen König gingen, war das Haupthandelsgut hier Wein. Doch
Doch letztendlich scheint jede Weinanalyse eine Glaubenssache zu sein, wie mein Haus, mein Auto, mein Job. Üblicherweise gilt ja, wer hat, hat nicht immer auch gleichzeitig mehr.